Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play WWE 2K16. Ja, Freunde, in der letzten Folge sind wir hier zumindest stehen geblieben. Wir haben unseren Charakter ein bisschen geändert. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Episode. Und jetzt sollen wir gegen diesen Sami Slimani kämpfen. Der Typ, den ich nicht so mag. Und das werden wir jetzt mal probieren. Mal sehen, ob wir den auch irgendwie hinkriegen zu plätten. Ich bin echt gespannt. So, einmal bitte Match starten und los geht's. Ich muss zugeben, unser Charakter sieht jetzt auch nicht super schlecht aus, ne? Ja, mal so ganz offen. Der Bart steht ihm sogar. Ach, der Horst kommt wieder rein. Der war doch bei Big Show auch schon drin. Der beeinflusst doch immer alle. Der andere schon so, was willst du hier, was willst du? So witzig. So, dann mal hoch mit dir. Irgendwie sieht unser Charakter cool aus, frag mich nicht warum. Irgendwie sieht der cool aus. Und jetzt, es gibt ja auch einige, die haben ja was dagegen, wenn der einen Bart hat oder so, ne? Ich finde Bart ganz cool auch. Ich finde Bart sieht ganz schön cool aus. Kommt halt natürlich immer auf die Person an, ne? Inwiefern Bart man nutzen kann. Oh, oh, oh. Sami Slimani. Tut mir leid. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Nix da. Das, was du kannst, kann ich schon lange. Einmal bitte hoch. Und zack. Hier, Moment, Moment, Moment. So, jetzt kurz mal hoch. Alter Schwede. So, nochmal. Das gefällt ihm, ne? Das gefällt ihr. Rückenschmerzen gefallen eigentlich vielen, ne? Rückenschmerzen gefallen eigentlich vielen. Das ist doch schon mal klar wie Kloßbrühe hier. Okay. Du kannst dein blaues Wunder erleben, ich sag's dir. Der hat nicht mehr so viel, glaube ich, ne? So, jetzt müsste er eigentlich abwehren, wenn er will. Nein, hat er immer noch nicht. Warum wehrt er nicht ab? Was ist los mit dem? Was ist denn da los? Ach, geht doch, ich dachte schon. Wann wehrt er mal ab? Hat gar nicht abgewehrt. Ach. Rückwärtsalto. Er denkt auch, er wäre Rey Mysterio. Er denkt auch, er wäre Rey Mysterio. Aber nichts da. Aha, aha. Reversal, der junge Reversaler. Der junge Reversaler. Oh Gott. Sami Slimani hier. Oh mein Gott, Leute. Diesen Sami Slimani verabscheue ich übrigens. Ich mag den gar nicht. Ich mag den ehrlich gesagt gar nicht. Ach du Kacke. Jetzt sind wir ja auch. Oh nein, oh nein, oh nein. Den mag ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin, Leute. Den mag ich gar nicht. Lass los. Nix da. Hoch. Komm hoch. Gegen den haben wir ja schon öfters verloren. War ein bisschen schade. Ein bisschen. Und ich werde auch die Skills unter anderem ändern. Also von meinem Charakter will ich auch auf jeden Fall im Laufe des Spiels die Skills mal ändern, weil ich glaube, dass das auch sehr wichtig sein kann. Ich muss dem eine reinhauen, das geht leider nicht anders. Wir können es ja auch mal probieren, einen Signature jetzt rauszuhauen. Probieren wir es einfach mal. Geht das? Jo, geht. Tatsächlich. Ja. Schön. Und zack. Okay, Finisher. Aha. Okay, ist nicht so schlimm, Leute. Ist nicht so schlimm. Alles halb so wild. Alles halb so wild. Alles halb so wild, wenn er unseren Finisher abgewehrt hat. Weil
jetzt hat der ein Revesal weniger und wir haben jetzt nicht super viel Schaden erlitten. Muss man einfach mal sagen hier an dieser Stelle. Wir müssen ihn aber hochheben und der könnte eventuell früher oder später einen Finisher haben. Das ist das Problem. So, bitte einmal hoch. So. Kollege. Zwei, dreimal draufhauen. Moment. Eins. Zwei. Okay, Moment. Der ist rot. Eine Sekunde. Sehr schön. Jetzt müssen wir warten, weil wir haben nicht so viel. Oh Gott. Der wird sich jetzt seine ganzen Reversal vollfüllen. Deswegen müssen wir so schnell wie möglich seine Reversal irgendwie bekommen. Also seine Ausweichpunkte. Oh Gott, jetzt ist er sogar runtergeflogen. Können wir eigentlich von hier springen? Was macht der denn da? Hä? Die schlagen sich selber drin kaputt. Ich glaub's nicht. Alter. Alter, wie provokant Sami Slimani ist. Wie kann man so provokant sein? Heftig. Alter, wie provokant muss einer sein? Alter, das ist ja nicht mehr normal, was der macht. So, Leute, ich springe jetzt mal auf den. Der müsste jetzt ausweichen. Was, der ist ja immer noch nicht ausgewichen. Wieso weicht der nicht aus? Was ist los mit dem Kerl? Ah, geht doch. Wir müssen das machen, das ist taktisch einfach besser. Der eine Kerl hilft aber so ein bisschen, ne? Habe ich gemerkt. Hilft sogar sehr gut, wie ich finde. Also eigentlich hilft er ganz schön gut. So, und danach hauen wir auf jeden Fall ein. Oh Gott. Wir können es mal probieren. Wir probieren es einfach mal. Wenn es nicht geht, hau ich einen Finisher drauf. Zwei. Nee, ging nicht. Okay. Moment. Finisher. Er hat eigentlich so viel zum Abwehren, aber ich kann es nicht ändern. So, jetzt aber. Jetzt holen wir uns ihn. Der war übel. Der war wirklich übel gerade. Alter Schwede. So, jetzt einmal abzählen. Eins. Zwei. Ja, wollte schon sagen. Also irgendwie muss man wirklich taktisch vorgehen, weil sonst hast du echt verloren. Das war ein gutes Match. Wir haben letztes Match haben wir leider blöd verloren. Kannte man halt wirklich nichts machen. Wie übel geil, ey. Wie übel geil. Will ich mir nochmal anschauen, Moment. Hier hat er abgewehrt, ne? Ja, der war gut. Der war gut. Auch wenn der Kerl dazwischen gegangen ist, alles halb so wild. Das war gut. Yeah, gewinne dein Match mit rotem Beinzustand. Aber wie soll ich das auch kriegen? Ich habe ja gar nicht so viel für Beine. Habe ich gar nicht so viel eigentlich, ne? Welcome back to the show. This is my guest tonight. Let's talk about Seth Rollins. It seems like you two are getting along. Okay, ihr beide scheint euch gut zu verstehen. Entsteht da etwa ein gerade neues Tag-Team? Wir haben uns zusammengetan. Wir sind die härtesten. Ich konzentriere mich auf meine Single-Karriere. Single-Karriere hört sich ein bisschen arrogant an. Eigentlich arbeiten wir doch zusammen, ne? Ach komm, das ist jetzt blöd. Wir haben uns ja noch nicht zusammengetan, oder? Haben wir uns mit dem Kerl zusammengetan? Eigentlich nicht, der ist einfach so gekommen. Ja, ich mach mal A. You're right. We have joined forces to make one of the most formidable tag teams in the WWE today. Everyone in the tag team division. Das war gut. Ich glaube, die Antwort war gut. The Authority erscheint ziemlich unzufrieden mit dir. Was ist deine Meinung dazu? Ich lasse nicht zu, dass The Authority gewinnt. Triple H erwartet mehr. Ich bin froh, dass sie mich hassen. Ich zerquetsche alle, die sich gegen... Wie arrogant das ankommt. Ich lasse nicht zu, dass dabei The Authority gewinnt. I'd be displeased with me too, based on what I'm doing out there. I will not let the authority ruin the WWE. I will stand in their way. I will fight. Ja, das war gut. There you have it. Back to you guys.
Mega, ey. Das war an sich ein interessantes Match, aber wie gesagt, wenn man spielt, muss man sowieso ein bisschen mehr darauf achten. Ich werde auch auf jeden Fall, also Tipps von euch versuchen umzusetzen. Gegen wen wäre denn der nächste Kampf? Das habe ich gar nicht geschaut. Jetzt haben wir Freitag, Moment. Oh. Wir haben einen Verbündeten. Okay, deswegen. Der Seth Rollins ist unser Verbündeter, weil wir gesagt haben, wir haben uns mit ihm zusammen gepartnert. Ich finde das gut, dass wir auch Einfluss haben auf unser, auf das Spielgeschehen an sich. Das finde ich sehr, sehr schön. Das mag ich grundsätzlich sehr. Das war gut. Das war gut. Ach du Scheiße. Wir müssen gegen Triple H kämpfen. Alter, ich habe gerade voll die Gänsehaut. Ich habe so übel Gänsehaut. Der nimmt einen auseinander eigentlich. Eigentlich nimmt er einen auseinander. Eigentlich jetzt. Können wir eigentlich noch hier skillen? Oh, wir haben 582 Punkte. Ja gut, ich werde jetzt hier Ausdauerholung machen. Ausdauerholung oder Schadenserholung. Wie schnell die Gesundheit wiederhergestellt wird. Ja, Ausdauer ist aber auch sehr wichtig. Schwung, beeinflusst Werber. Oh Gott, Leute. Das wird richtig heftig. Heiliger Bimbam. Heiliger Bimbam, ey. Das wird richtig übel. Gut, liebe Freunde. In der nächsten Folge geht's dann gegen Triple H. Ich bin echt extrem gespannt, wie das sein wird. Oh Mann. Das wird übel. Das wird übel. Vielen Dank auf jeden Fall wieder fürs Mitschauen und bis dahin.